Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Dann unterstützt ihr mich auch auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Dauert ja auch gar nicht mehr so lange. Außerdem könnt ihr natürlich gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ich werde heute auch wieder versuchen, auf meinem Twitch-Kanal zu streamen. Wahrscheinlich so gegen 16.30 Uhr. Denk mal, die ganzen Konzerte wären schwierig, da noch eins mitzubekommen, weil ich eben halt ansonsten auch noch Videos machen muss und so. Aber mal schauen, vielleicht schauen wir uns das heute auch noch im Livestream an. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst natürlich dort auch gerne ein Follow da. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Und heute haben wir natürlich wieder die ganzen Travis Scott Skins und dann ansonsten auch noch die ganzen Deadpool Items. Morgen ist ja tatsächlich noch keine weitere 10. Woche der Deadpool Changes angekündigt und es ist auch keine Belohnung in den Game Files. Mal schauen, ob da noch eine kommt oder ob es einfach keine 10. Woche erstmal gibt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann haben wir auf jeden Fall hier den Travis Scott Skin im Standard und im T3500 Stil. Dann haben wir noch den Astro Jack Skin im Standard Stil und im Sicko Mode. Dazu dann natürlich das Astro World Backpack im Standard, im blauen und im feuriges Orange Backpack Stil. Und dann haben wir noch den Cactus Jack Backpack dazu. Dann haben wir natürlich auch noch dazu das Astronomical Ausrüstungspaket mit der Diamond Jack Spitzhacke. Dann den der Goosebumps Lackierung und der dem Headbanger Emote. Als nächstes haben wir dann natürlich, oder kann man sich noch alles einzeln kaufen, allerdings ist das im Prinzip genau das gleiche. Dann haben wir bei den täglichen Gegenständen den Nachtlichtskin, dann den Lightshow Skin, dann haben wir als nächstes Leuchtstäbe. Da glaube ich alles schon relativ lange nicht hier im Shop. Dann haben wir als nächstes noch die Prismarand Lackierung. Dann den Disco Party Emote. Auch schon richtig lang, glaube ich, nicht mehr im Shop. Und dann noch als letztes Jubelstimmung. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Deadpool Items. Ich frage mich, wie lange die jetzt immer noch im Shop bleiben. Hier haben wir auf jeden Fall einmal das Deadpool Mashup Paket mit dem Raven Pool Skin und dem Kuschelpool Skin, das Deadpool Ausrüstungspaket mit dem Drachengleiter, dem Chimichanga Emote, den Fleischhammer Spitzhacken und dem Flott Unterwegs Emote, dann noch das X-Force Outfit Set mit Psylocke Skin, dem Domino Skin und dem Cable Skin und dann noch das X-Force Ausrüstungspaket mit dem Psy-Dolch, den Psy-Flüglern und den Risikoklingen. Und dann auch der unaufhaltbaren Kraftspitzhacke. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream.